So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... Nee, diesmal wirklich Link to the Past, ja. Link to the Past, ja, wir sind immer noch unterwegs mit unserem Helden Zelda. Nein, B-Kost. Ja, das ist doch B-Kost. Nee, Co-Best. Co-Best, jetzt ist es richtig. Wie waren deine nochmal? Die habe ich wieder vergessen, wenn du mit bei Robin... Wie Rost oder Stroh? Rost, Stroh, okay, das ist echt geil. Strohrost. Ich hab mal wieder Büsche zerstanden, übliche. Du bist so ein Buschhasser, oder? Ja. Na, weil es wäre alles in den Büschen rumhängen, vielleicht wieder irgend so ein komischer Typ. Ja, sie finden das richtig geil. Ja. Naja, unser, naja, ich nenne ihn mal Freund. Mag's glaube ich auch dreckig in den Büschen. Oh. Genau, das kann ich dir leider nicht erzählen. Nee, ich meine, so, der auf deinem einen wilden Pier zusammen war. Robin? Nee, was du mir erzählt hast. Ich will es hier jetzt nicht vor in der Aufnahme aussprechen. Ach, willst du? Weil ich sie gerade auch gerade gern wissen will, weil ich gar nicht weiß, was Sache ist. Ich auch nicht. Oh. Tja, wo du meintest, das ist nicht Originalgröße, weil der eine weiter hinten stand. Scheiße, was geht ab? Boah, du hast ihn fast in die Hülle gehauen. Er ist in der Hülle? Ja. Nicht schlecht. Soll ich es wirklich sagen? Ja. Hau rein. Der Rehficker. Achso, der ist doch Mainstream. Ja, ehrlich, Marc Voller. Ja, okay. Da sind deine Zuschauer. Ach, die stehen bestimmt drauf. Mann. So, das Ding sieht jetzt kaputt vielleicht, aus. Die stehen auf Rehficker? Vielleicht, der Rehficker schaut vielleicht selber zu. Ja, das kann natürlich sein. Wir sind nur ein paar Straßen von dir entfernt. Ja. Deswegen. Oh, aber der hat auch keinen Computer oder sonst was, wo er schauen könnte. Ja. Du hast eine Bombe. Muss ich ausprobieren. Mhm. Elegant. Geht die auch hoch von der Klappe? Okay. Okay, bringt also nichts. Mm, mm. Aber es hätte vielleicht geklappt. Genau, das ist schon mal toll. Mhm. Ein Steinhaufen. Hm. Mm, mm. Ach komm, ich muss ausprobieren, sonst verfahre ich es ja nicht. Ne? Okay, das geht also auch nicht. Also ja schon, man nimmt immer den Boomerang. Das ist auch der Ultra-Boomerang. Oh, guck mal. Da kifft jemand. Mal ehrlich, das ist gar geil, das bin ich. Also das ist, wie hieß er nochmal? Verdammt. Wie hieß ich nochmal? If my lost partner returns, we can temper your sword, but now I can't do. Ja, der ist bestimmt in der Höhle drin, so ganz kreativ. Zwergi. Zwergen sind meistens in Höhlen. Der Zwergen, der Bahnbart. Teufelos, genau. Das war Teufelos. Ach so, sagt das doch gleich. Genau. Bam, voll in den Rücken. Nee, ich bin eigentlich der Teufelus, der verloren gegangen ist. Teufelus, der Baden. Oh, nicht schlecht. Oder so ähnlich. Ja, Baden. Ich weiß es selber nicht mehr genau, aber viermal. Und du? Ich glaube, es waren fünfmal sogar. Der Baden. Nee, vier. Ja, dieses Tür-Ding und sagt nein. Und es guckt dich böse an. Boom. Er wollte auch mal. Ja. Ey. Frechheit. Schlag nochmal das Huhn. Das Huhn ist total panisch. Oh, scheiße, was geht ab? Naja, wenn das Huhn so ein dickes Schwert sieht. Ja. Dann fühlt es sich gleich an. Okay, hier kann ich glaube ich noch nicht durch. Mhm. Gut mitgedacht, Sherlock. Danke, Watson. Ups. Oh. Das war deine Flasche, Colin. Ich habe meine gerade in der Hand. Genau. Oh. Verdammt, das ist ja meine. So, da geht's also nicht weiter. Dann müssen wir hier unten, oder warte mal, wir mussten ja da drüben hin, geht hier überhaupt ein Weg? Tja, da sind auf jeden Fall ein paar Häuser. Kommt man da nur von unten ran? Ja, ne? Sieht so aus, wobei da oben könnte man auch durch. Eventuell, oder? Wer weiß. So, ne? Ja. Mhm. Ach, eine schöne Karte. Von unten spät, muss nach Hause. Ich bin fast los bei dem einen, was ihr euer da macht, dann mit dem Programm einmal die Karte zu machen. Wow. Oh ja, das ist Arbeit. Jo. Machen wir extra für dich. Wow. Nein. Ach ja, wir haben uns schon überlegt. Von wegen Dorf. Wir machen das Ölpe-Dorf, also ihr. Genau, wir bauen Ölpe ein. Ja. Und da ist nur ein Typ, der rennt die ganze Zeit immer durch die
Gegen der verfolgt uns quasi die ganze Zeit. Dann nimmt er die verschiedenen Rollen ja, an. Ihr geht in ein Haus rein, wenn das jetzt das Postamt ist, einmal der Postbote, einmal ein Polizist. Ja, genau, und dann ist er... Und er tut die ganze Zeit so, als wäre jemand anders. Ja. Du Scheiße. Er ist der Bürgermeister von Ölpe. Ja, er hat einfach Stil, wenn er dann... Und dann mit der Zeit, wenn er schon in mehreren Gebäuden drin war, dann japst du am Keuch schon wie verrückt, weil er schon die ganze Zeit durch den Meer stratzt und sich so schnell umziehen musste und alles. Das ist schon ganz verschwitzt und so. Das hätte schon was sein. Vielleicht ist ja vielleicht so ein Sonderevent oder so, dass der da erst irgendwie rauskommt, wenn er irgendwas Bestimmtes macht oder dem hilft, ein paar neue Einwohner zu finden. Ja. Warum? Die Einwohner zahlst du schon auf 1. Cockabee, yeah! What will you do with your bottles? Ich weiß immer noch nicht, was das bringt, aber warum nicht? You don't have any empty bottles. Oh. Gleich nochmal! Oh, nee, ich lass mal lieber frei. Hui, hui. Du wirst sterben. Hey, die kann mich ja auch da angreifen. Ja. Warum nicht? Versuch doch den Typen zu fangen. Ich greife ihn erstmal an. Pay me 20 Rupees and I let you open one chest. You can keep one inside. What will you do? Alright, open the chest you want. Hey, hast du denn was? Versuch aber die anderen so zu öffnen. Ehrlich, ja? Zieh mal ein bisschen ab. What the fuck, you can't open any more chests. Oh. The game is over. Ich muss hinterher nicht raus und wieder reingehen. Keine Ahnung. Tja, wer weiß. Hey Kid, you can't open a chest after paying. Oh, guck ich mal. Oh, ist das cool. Oh, 50. Geil, du hast Gewinn gemacht. Das Spiel ist vorbei. Ja. Okay, ich guck jetzt nicht, was in der letzten noch ist, aus Prinzip. Ich hätte es gemacht. Ja? Ich bin aber nicht du. Tja. Vielleicht ist da ein hammergeiles Item drin. Vielleicht. Ja. Oh. Und er hat da keine Hose an? Ja, Kobus, no, I'm quarreling. Wie spricht man das aus? Quarreling. Muss man ja immer sagen. Ach so, sie hatten Stress miteinander. I seal the door. Damit nichts okay, er ist eingesperrt. Ja, er ist ein Arschloch gewesen. Aber hier bevor der andere das tut, weil sie jetzt Zwillingsbrüder sind, ist halt er das Arschloch. Das kann ich doch sprengen, oder? Boah, das war glaube ich dein erster das auch mal rassistisch. Einfach so, du gehst in ein Haus rein und sprengst die Tür einfach auf. Hey Kobus, did you come from my older brother's room? Is he still angry? Geht. Ja, ne? So medium. Naja, die Tür versiegelt, ja. Also. If you can reach the goal within 15 seconds, we will give you something good. Oh, was yeah. Für ein Ziel? Das wirst du nie packen. Und wenn du das beim ersten Mal hinbekommst, Respekt. Verdammt. Ich weiß ja nicht mal, was für ein Ziel. Ist das hier das Ziel? Naja, ich will jetzt so ein Punkt. Oh, okay, okay, okay. Tschüss. Ja, ich glaube, du schaffst es noch. Total. Husch, hast du den gesehen, der war eben. Ja. Ich finde, dass ein bisschen hinter ist. Weg. Eine weitere Möglichkeit, um das Spiel zu verlieren. Was? 15 Sekunden? Destroy your time was, ja, verkehrt, Junge. You're not qualified. Too bad. Ja, tja, verkehrt. Ja, muss eine Chance. Übrigens muss man ja eine Kohle zahlen. Nee, doch, 15. War doch da. Oder nee, es waren 15 Sekunden. Ja. Also, muss man nicht blechen. Oh, natürlich muss ich alles resetten, scheiße. Hätte ja klappen können. Die wollen es ja nicht zu einfach machen. 50 seconds. Go! Ja. Yeah. Muss ich da mitzählen? Oh, verkehrt. Sexy. Perfekt, tja, Steffen, du bist so langsam. You're too slow. Du solltest dir Sonic-Schuhe holen. Ja. Ja, ich wollte nicht zwischendurch diesen Kreisel machen, Steffen. Ja, das ist auch keine Absicht. Mhm. Aber der kommt einfach so automatisch. Nee, 50 Seconds. So. Wie sieht es aus, als ob sich vor seine Fresh-Crack-Darocke verkehrt. Mhm. Ach was? Leckt mich doch.
Ja, aber hey, du kannst durch hier durchgehen. So nett ist sie noch, nicht, dass du runterspringen musst. Das wäre sonst noch hart. Voll nervig, ey. 50 seconds. Yeah, we need set, go. Ichini, sweeter. Joi, schmeer. Ah, das war schon verkackt. Ah, da oben ist auch schon irgendwie verkackt. Wirbel, die braucht nicht so geil. Was? Wie war das langsamer als das Mal davor? Geht ja mal bei die ganze Zeit Hawks. Die Haken. Ich hack doch hier nicht den Boden. Ah, da schon wieder. Das war schon wieder verkackt. Das sind jetzt 18 Sekunden. Müsste sie jetzt noch so sagen. Also diesmal mal 18 Sekunden zurück. Ohne die Blätter zu zerstören. Muss eine Bombe bei ihr legen. Ja, wir können mich schon geholt. Oh, ich zeig dir gleich, was ich hier erreicht. Na, der Wirbel, das kommt noch nicht so sexy. Ja, der kommt aber automatisch. Ja, natürlich. Wenn du ihn spitzt, kommt er automatisch. Tada! Kannst ja einfach mit dem gedrückten dich da reindenken. Nur 16 Sekunden zurück. Ah, ich will das jetzt schaffen. Die beiden sind so geil, wie ich sie früher so gehasst habe. Die steffen sie gerade aus. Ja, oh ja. Noch geht's, noch ja, geht's. Aber es ist jetzt Check hier doch mal eine Bombe. Vielleicht gibt's hier dann das Herz. Ach. Nein. Ja, also. Oh. Ich fang doch gleich von vorne an. Ach, leckt mich! Also. Ich verschwinde. Ja. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Oh, willkommen zurück. Ja, das müssten sie jetzt noch bringen. Welcome back. Das sieht schon mal besser aus. Ja, das geht was. Ja, deine darf verschlafen, aber jetzt. Wow. Ah, oh, jetzt hat's das sieht so nach 60 Seconds aus. Oh. Einmal 15, ich hab's halt drauf. So, jetzt geh nochmal zurück, geh nochmal zu nicht runterspringen, zack, geh mal hier hin. Mach mal das Schild weg. Mach mal das Schild weg, so. Und hau das mal weg, das Schild. Und jetzt geh mal hier hin. Und lauf ein bisschen. So geht's noch ein bisschen einfacher. Okay. Da spart man sich die ganzen Losers und macht das gleich beim ersten Mal. Das sind so die Auffälligkeiten. Kannst du mal zurückgehen und schauen, was auf dem Schild steht oder nicht? Nee, was stand auf dem Schild? Hatte ich doch schon mal. Ja, du hast es ganz schnell weggeklickt, keine Ahnung, was ist. Ja, ist in der Aufnahme dran. Ah. Ich meine, vielleicht steht da der Hinweis drauf. Spring nach unten. Weiß ich gar nicht. Das legendäre Schild. So. Cool, noch ein Herz. Wieder voll aufgefresht. Hier oben war ich schon drin. Voll fresh, Junge. Wie cream fresh. Ja, oh ja, die ist toll. Da war ich auch schon drin. Ja. Da war die Biene hinter. Oh, dann kommen wir wieder zur Overworld. Ja. Und ein Blaumann. Oh. Mir fällt gerade auf. Ah, das wichtigste Item ist noch nicht ausgerüstet. Und sagen wir mal, der Altwürfel machen. Oh, das war natürlich sehr gut. Er feste dich. Ja, aber er, ne? Ist gar nicht so. Na, guck mal, der ist natürlich jetzt auch gut dran. Oh, super. Geil. Aber willst du ihn nochmal besiegen? Ja klar, ohne Schaden zu nehmen. Es geht um deine Ehre, ne? Ja. Stimmt. Ehren. Ah, die kleine Sklappe. Kannst du nicht ein bisschen knechten? Aber irgendwie haben sie echt viele Schwarze bei sich verflechtet. Ja, ist schon recht großzügig, halt von allem etwas. Lumina, Ehren, Raven, noch irgendwer. Cool, Bomben. Ja, ist immer gut mal sowas in den Büschen zu finden. Spannt mich nur noch mehr an, die Büsche zu zerstören. Oh ja. Alle. Vielleicht ist ja noch mal ein Typen. Ja, genau. So, einmal ein kurzer Blick auf die Mühle. Ja. Okay, da oben ist irgendwas, da will ich hin. Aber das mache ich in der nächsten Folge, denn ich bin die nächsten jetzt etwas kürzer alle halben, weil die erste ja über eine Stunde ging. Ah. Und jetzt mache ich halt immer so nach Lust und Laune. Tschüss. Unterbrechen, deswegen bedanke ich mich an der Stelle für's. Ich mache jetzt Urin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.